Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und ho 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 und fröhliche, ja, Weihnachten gilt glaube ich noch, ne? Heute müsste der dritte Weihnachtstag sein. Wir machen hier weiter mit unserem fröhlichen Weihnachtsbaum-Amoklauf. Grüß dich, Günner. Ja, ho 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 und hallo und herzlich willkommen. Salvierte Spektators, ich bin der erkältete, hustende Günner und ja, ich freue mich, dass ihr alle nochmal dabei seid heute. Ja, ihr hört's, ne? Ich muss mich dauernd räuspern, es ist noch echt ein Krampf. Ich nenne dich einfach Captain Hustensaft. Ja, ich habe ja mit Merp, ich bräuchte glaube ich mal, ich habe gehört, Süßholz hilft gut bei Halsbeschwerden. Kann gut sein. Angriff der Weihnachtsbäume, wir sind wieder da, ich bin mal gespannt, wen die Weihnachtsbäume heute angreifen. Ich habe so eine Vermutung, wenn sie angreifen könnten. Ich bin auch gerade mal am gucken, ob ich das jetzt theoretisch schaffen könnte. Oh, das ist eine große Armee, ne? Da ist eine Garnison mit drin, ne? Ja, ich gucke mir gerade eben mal an, was das für eine Garnison ist. Sagen wir mal so, die Bogenschützen, die werden wahrscheinlich nicht so gefährlich. Ork Boys, jetzt die Biggins, die tun halt weh, ne? Ja, ich weiß, das ist halt echt ein Problem. Ich denke, ich lasse die Spiele halt erst recht, ne? Ich lasse die, glaube ich, nochmal in Ruhe. Wenn ich jetzt halt einen Fehler mache, ist halt ganz schnell Schicht im Schatten. Ja, das ist dann sehr ärgerlich auf jeden Fall. Musst du positiv sehen, wenn du deine Armee weggerammelt hast, dann sparst du ja auch wieder Geld, ne? Und vor allem hast du dann einen echt fetten Vorsprung. Wie kann ich da verlieren? Moment. Ich glaube, ich habe da etwas falsch verstanden. So. Wir sind immer noch dabei, gerade immer am Gucken. Ich hab ehrlich gesagt keine Kohle. Was mache ich denn? Ah, noch mehr Verlustverstärkungsrate, was ja das Wichtigste überhaupt ist. Ja, ich kann tatsächlich gar nichts machen. Außer vielleicht mal einen Handel oder so irgendwo rauskloppen. Die wollen nicht so richtig. Ein Non-Aggression Pact. Aber. Oh, den nimmt er an. Ich bin begeistert. Und macht er das auch noch bestimmt nicht? Ja, nee. Das ist interessant, ne? Die machen selten in derselben Runde Non-Aggression Pact und einen Handelspakt. Mhm. Manche werden vielleicht verwirrt sein, dass ich jetzt in Folge 3 hier auf Englisch spiele. Das liegt daran, dass ich Anfang Dezember, Ende November diverseste Mods ausprobiert habe und die gehen halt nur auf Englisch. Deswegen, lasst euch nicht verwirren, das ist so gewollt. Das ist übrigens bei mir auch so, ne? Also bitte nicht wundern, ich habe hier auch die englische Sprachversion und das mache ich natürlich nicht, um euch zu ärgern oder so, ne? Nicht? Verdammt! Nee. Ich ärgere zwar gerne meine Zuschauer, aber heute ausnahmsweise mal nicht. Es ist ja ein Geben und Nehmen, ne? Man ärgert sich, ne, man so wird geärgert. Man hat mir als Kind immer gesagt, was ich lieb, das neckt sich, ne? Ich necke meine Zuschauer. Seitdem glaube ich meiner Mutter kein Wort mehr. Oh Mann, ey. Jetzt bin ich echt am Überlegen, wo ich jetzt hier noch loslegen kann. Ich denke wahrscheinlich, also eigentlich müssten Orks auch relativ leicht zu besiegen sein. Aber Orks müssten wiederum ganz gute Gegner sein, weil die nicht so fett gepanzerte Einheiten haben. Ne? Die haben ihre paar Damage-Dealer. Also diese Armee da von diesem komischen Goblin Karl-Heinz da, die ist jetzt auch nicht so prall, ne? Aber außerdem, weil die ganze Zeit so kreischt, ist es das eigentlich wert, dass man sie platt macht, ne? Mhm. Ja, ich habe mir das überlegt, aber ich bräuchte halt Blitzschlag, um das machen zu können. Oder einen zweiten Held, ne? Mhm. Oder einen zweiten Held. Zweiter, ja. Held, der das Ding belagert, ne? Und dann. Habe ich aber nicht. Platt machen? Ja. Und meine Kohle sagt, also mein Finanzverwalter, mein Waldelfischer sagt, ja. Nein, ist keine gute Idee. Waldelfische Buchhaltung. Ha, ha. Nehme ich. Oh ja, ich glaube, das nehme ich tatsächlich. Okay, der Witz, der war, glaube ich, will ich mehr Leadership oder will ich mehr Nahkampfangriff? Ich will mehr Nahkampfangriff. Für 4 Runden, das ist doch mal nice. Okay. Weil Bücher ja auch Bäume sind, deswegen Buchhaltung. Ja. Ein Witz, den man erklären muss, ist nicht gut. Nennen wir es Buchenhaltung. Genau, Buchenhaltung, waldelfische Buchenhaltung. Ja. Ich brauche Günners Hilfe, um einen Witz zu machen. Ich gehe mich verbuddeln. Ja, aber wirklich, ey. Jetzt geh mal nach Heim. Okay. Das war auch hier meine öffentliche Ordnung. Die Frage ist jetzt halt, ne, ich meine, ich könnte Merp jetzt hier das Ding wegnehmen. Die Frage ist, was will ich damit, ne?
Willst du mir da wegnehmen? Das massiv. Was vor der Nase wegnehmen, ne? Wir sehen ja nicht so, ne? Ich hab keine Ahnung, was du da meinst. Witzig, das Imperium wird schwächer gewertet als ich. Ja. Ah, aber gut zu wissen, bei den Skull Smashers, das sind nicht die einzigen. Das ist nicht die einzige Full Stack Armee, die der hat. Das ja, der hat eine bei dir da oben noch, ne? Der hat noch eine weitere. Ja, bei mir, wobei ich sehe sie gerade nicht, aber der hat auf jeden Fall noch eine. Der muss irgendwie eine, ich habe gesehen, wie eine Richtung Paravor gelaufen ist, auch wenn es schon wieder 2 Wochen her ist, dass wir aufgenommen haben. Ich erinnere mich noch. Ja. Daran erinnere ich mich noch. Die muss irgendwo bitte da oben wahrscheinlich versteckt stehen. Also erklär denen ruhig den Krieg. Ich bin gespannt, was passiert. Ja, ja, irgendwas wird da auf jeden Fall passieren. Da habe ich nicht so den Bock drauf. Ne? Komm, wir laufen mal hier hin gerade. Und du portest dich mal bitte gerade hier hin. Against Armor. Ich habe momentan keinen Krieg, ne? Okay. Ja, ich glaube, wir gucken uns den Typen hier an. Den Karl-Heinz Heinrich. Ist der so cool? Der Karl-Heinrich. Heini Heinrich? Heinrich. Der Heini Heinrich. Der Heini Heinrich kommt mir insofern ganz gelegen, weil der keine Fernkämpfer hat. Das ist ein Vampir. Wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich das hier tun würde. Aber wenn er viele Zombies hat... I will suffer a lot. Ich muss doch belagern. Oh, wow, du hast Carcassonne angegriffen? Ja. Ich bin gerade bloß irritiert. Warte mal, das machen wir dann aber anders. Spielen wir auf sehr oder auf sehr schwer? Auf schwer. Auf sehr schwer oder auf schwer? Spielen wir auf sehr oder auf sehr schwer, ja. Schwer oder sehr schwer? Auf schwer, ne? Spielen wir. Ich hätte es jetzt gerade eben nicht gemacht. Warum hat der Mauern? Die Bretonen haben immer Mauern. Nee, haben die nicht. Die KI-Bretonen haben auf jeden Fall immer Mauern. Ich konnte auf jeden Fall die Stadt gerade eben nicht angreifen, was überhaupt keinen Sinn macht, weil der hat nur die Stadt auf Stufe 3, hat aber keinen... Unterstützungsgebäude. Das ist sehr komisch. Und trotzdem konnte ich die Stadt jetzt nicht angreifen. Was ich jetzt schon ein bisschen ätzend finde. Weil er dann mit einer Armee verstärken kann und zurückkommen kann, oder was meinst du? Ja, ja, weil sonst hätte ich nämlich jetzt angegriffen, aber ich konnte nur mich zurückziehen oder belagern. Was ist denn da los? Aber du, ich habe in letzter Zeit sowieso, also es ist jetzt Anfang des Monats, wo wir das aufnehmen, oder Ende des Monats, November. Ja. Oh, jemand followt mir gerade eben auf YouTube. Moment, ich bin auf dem falschen Modus. Ich bin auf dem Streamer-Modus. Sekunde. Ich bin so ein Honk. So, also für alle Zuschauer live vor Bildschirm. nein, also ich habe versehentlich den Streamer-Modus aktiv. Na, ich habe heute was erlebt, einen lustigen Bug, den habe ich vorher noch nie gehabt. Ich habe eine Einheit auf der Mauer gehabt, also genau genommen ja. Auf dem Tor. Das war eine Einheit, die plänkeln konnte. Und die hat versucht, vor einer Einheit, die unten das Tor angegangen ist, wegzurennen. Okay. Das hatte ich noch nicht. Das ist auch sehr, sehr interessant, ja. Warte mal, was waren denn so die kuriosesten Sachen, die ich letztens hatte? Genau, ein Kuriosum war auf jeden Fall, dass ich die Mauern von, also es war jetzt aber nicht hier mit dieser Fraktion, aber es war auch in Warhammer, dass ich die Mauern hochgeklettert bin bei einer Belagerung. Und alle meine Einheiten in den Tod gestürzt sind, weil es irgendwie so einen Clipping-Error gab. Und ich dachte mir dann auch so, okay, hätte ich das voll gewusst, hätte ich vielleicht nicht meine komplette Infanterie die Mauern hochklettern lassen. Merkwürdigerweise mit Belagerungstürmen hat es dann geklappt. Ne? Ich habe es dann einfach eine Runde später nochmal gemacht. Aber das scheint doch irgendwie, ja, also es war ein ganz merkwürdiger Fehler auf jeden Fall. Es war lustig, ne? Ich guck so,
und sehe so, wie es immer weniger und weniger und weniger Einheiten werden, ne? Und irgendwann so keine einzige Einheit mehr da. Und ich so, Moment mal, irgendwas stimmt da nicht. Günther sitzt da. Da steht keine einzige Einheit von mir auf den Mauern und kämpft. Günther sitzt da, reibt sich den Bart und denkt sich, irgendetwas stimmt da nicht. Das ist aber genauso wie Helden, die zaubern können, wenn die Mauern hochklettern an der Leiter. Ja, und ja. Dann noch, bevor sie richtig auf die Mauer springen, versuchen die einen Spruch zu casten. Dann fallen die runter und kriegen Schaden. Eieiei, das ist ja auch geil. Ich habe das einmal gehabt, wo das, glaube ich, sogar so ein legendärer Kommandant dreimal am Stück gemacht hat. Klettert hoch, will zaubern, fällt runter. Klettert hoch, will zaubern, fällt runter. Und ein drittes Mal dann auch noch, bis es dann beim vierten Mal geschafft hat. Wow, okay. Und ich saß einfach nur so da so, Junge, du bist so peinlich, du bist so peinlich. Ich weiß gerade eben nicht mehr, wer das war. Bei meinem Tyrion Let's Play ist es mir auf jeden Fall einmal passiert, als Malekith einmal so die Mauer runtergefallen. Was, ja, so, man kann auch sagen, der Mann ist natürlich Schmerzen gewöhnt, ne? Also, ist dem wahrscheinlich egal gewesen. Orion! Bin mal gespannt, so, ob ich da rankomme. Aber ich mache ein bisschen mehr Geld, das ist schön. Tatsächlich die. Ja nicht, um was zu bauen, ne? Die Feenkönigin jetzt hier bei Quinell. Aha. Das ist schon mal gut hier. Das ist schon mal gut. Günno redet wieder in Rätseln. Ja. Kommt erst in einem Monat. Du kannst schon offen reden, weißt du? Du kannst schon offen mit mir reden. Ich sehe das erst in einem Monat. Ich kann nichts dagegen machen. Ja, also ich muss gerade mal wieder so ein bisschen Diplomatie betreiben. Ah, okay. Und du weißt ja, Günno und Diplomatie... Kann dauern. Das ist eigentlich so eine Contradictio in adjecto bei mir immer. Fällt gerade eben so auf, wie schräg das eigentlich ist, dass die Fae Enchantress, die sieht ja aus wie so ein Hippie-Girl, ne? Also wie so eine... Mhm. Jetzt schwebt die in diesen Wäldern. Man entwickelt schon das Gefühl, dass das irgendwas mit Drogen zu tun hat. Was willst du denn von mir? Gar nichts. Ich habe nur gedacht, ich könnte theoretisch gucken... ob ich einen Nicht-Angriffspakt mit dir mache. Wenn ich ein Bündnis mit dir machen würde, bekäme ich 3 goldene Eier. Ja, ich dann aber auch. Ja, ja. Das ist halt so einfach mal so witzig, ne? Weil es halt prinzipiell geht, ne? Aber das würde uns beiden helfen, weil dann könnten wir unsere Stadt upgraden. Ja, ja. Das ist ein bisschen blöd, ne? Das wäre ein interessantes Against. Wir helfen uns gegenseitig erstmal. Ja, ja. Genau so ist es. Hey, Junge, aber jetzt mal ernsthaft, was baue ich denn jetzt hier? So ein, boah, so ein Schmarrn, ey. Alter, warte mal, gibt's hier nix was? Ach so, ja, ja, ach so, warte mal, oh, okay, ja, das sind in der Tat aber gute Sachen eigentlich, ne? Da will ich natürlich jetzt hier keine Bauslots verschwenden. Du bringst Wachstum, warte mal. Und du, ach so, oh doch, das ist gar nicht so verkehrt. Weil das Ding bringt nochmal öffentliche Ordnung, was ja gut ist eigentlich, ne? Puh, ey Leute, da sind gute Gebäude dabei. Ach, die Waldelfen haben insgesamt eigentlich eine ganz, ganz nette Aufstellung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt mal wieder Bock, die zu spielen. Was ist denn eigentlich die... Ancient of Deliandra Position with the Gathering of the Ancients. Achso, warte mal, das ist mein komisches Council, ne, wo ich Positionen vergeben kann, ne? Achso, ja, hier, das, ja, die Offices. Ja. Waldelfen-Offices. Waldelfen-Bürokratie. Genau. Ne? Wird übrigens, da wird nicht mit Bleistiften geschrieben oder sowas, ne? Sondern mit dem Blut von Holzfällern. Ja, genau, von Zwergen oder so. Die spitzen dann auch Zwerge so an, ne, so am Kopf. Schaben dann so das Metall runter, schreiben dann so in der Baumenschenkanzlei.
Oh Mann. Hm. Ah. Mal gucken, was das hier für Bohnen Leute, ey, ist das so unfassbar teuer alles hier, ey. Boah, Vater, ey. Jedes Gebäude kostet mich halt ein Vermögen, ne? Ey, komm, ich baue das aber. Public Order ist... Boah, die haben aber coole Positionen. Hier zum Beispiel der Herald of the Hunt. Plus 20% Campaign Movement Range. Allerdings nur für seine Armee. Ja, das ist gutes Zeug dabei. Auf jeden Fall. Lord of the Forest. Okay, also die kommt jetzt auf jeden Fall nicht ran, die Trolla. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt einen Ort wieder verliere? Ne? Dann ziehst du mir ja dann die Dingens wieder ab, ne? King in the Woods. In einen also diese, Ember. Den, ja, würde ich schon sagen, das sollst du dann versuchen wieder zu erobern. Ne? Ja, ich frag nur, also wie wir das handhaben. Ja gut, das heißt, ich kann es hier tatsächlich an... Also gehe ich dann nochmal ran und ich kann es nicht angreifen. Das ist total gestört. Hm. Also gut, ich belagere es jetzt halt einfach mal. So muss das manchmal sein. Das weißt du doch. Ich verstehe nicht, warum. Guck mal, die haben... Witzig, wie meine Kamera immer näher ranzoomt, wenn du irgendwo ein Gebäude belagerst. Brine Mining Pit, das gibt nur Geld und Salz. Dann haben die hier das Bretonian Fishing Harbor. Und dann haben sie noch Fields. Mhm. Die haben nichts, was eine Mauer rechtfertigt. Das ist super, super weirdo. Kriegen die nicht eine... Und was ist das für eine Siedlungsausbaustufe? 3. Kriegen die das bei Stufe 3 vielleicht? Ah doch, steht tatsächlich dann Adds Walls to the Settlement. Aber dann sind die ja wirklich was Besonderes, die Bretonen. Ja, das ist, nee, das sind die Bretonen, das ist das Ding. Okay, das macht sie ein bisschen stark im Vergleich zu anderen Fraktionen, muss man sagen. Naja, gut, sagen wir mal, Schrotteinheiten, ne? Naja, ja, irgendwas müssen sie können, ne? Ich hab aber das ist so ein Ding, wir haben doch vorhin noch gespielt. Entschuldigung, wir haben ja vorhin über den Wulfric gesprochen, ne? Mhm. Und es gibt nichts Ätzenderes, als mit einer Fraktion da im Norden schon von Anfang an mit Bretonnien im Krieg zu sein. Weil auf jeden Fall dieser dämliche Luan Leoncoeur alles südlich seines Gürtels anfängt zu konföderieren und dir einen Fullstack nach dem anderen mit Grals und Questrittern nach Norden schickt, um dich komplett zu harassen die ganze Zeit. Apropos harassen, ich werde hier harassed und ich habe vor, das zu kämpfen. Ah, der greift dich an? Ja, die greift mich an. Lass mich mal gerade überlegen, will ich da zusehen und gucken, wie die KI das macht, oder will ich das selber machen? Du wissen. Ja, nee, sag du, fairerweise, weil ich meine, du bist Außenseiter jetzt. Ja, ich bin schon als Außenseiter gestartet eigentlich. Eben. Dann lass mich mal gegen zusehen, die KI versagen, das schaffe ich sowieso nicht. Nicht mal, wenn, also schon gar nicht, wenn du das machst, aber... Es kommt sozusagen meine Joker-Karte. Günner guckt einmal zu. Die haben jetzt auch nicht abgesprochen. Gegen die KI besser, also du hast auf jeden Fall gegen die KI bessere Chancen. Ja, ja. Ich mein. Ja, das wird auch so eigentlich, glaube ich, nicht klappen. Also realistisch gesehen. Ja, das. Ja. Also das ich muss halt sehr irgendwie. Sehr schwierig. Allein die Gralsritter sind echt schrecklich für mich. Ja, die sind. Du hast nichts, um die zu kontern. Das ist mega ätzend. Ja. Und runterknallen mit deinen Fernkämpfern kannst du ja auch nicht. Also die Kreiskämpfer werden Pain sein, weil der hämmert da in dich rein und ballert mit den Fernkämpfern noch dazu, weil er kriegt ja kein Friendly Fire. Das finde ich so witzig. Letztens, ich habe nochmal einen Livestream von Legend of Total War gesehen, sagt er, ja hier, ich gehe jetzt rein, die KI feuert dann auf meine Einheit, dann kriegt die Friendly Fire. Ich habe das irgendwie, also vielleicht ist das echt so ein Ding, dass er das in der Mod irgendwie drin hat oder so. Ich habe das nicht gesehen, dass die KI irgendwie Friendly Fire kassiert. Also ich habe halt eher so Situationen gesehen, wo die KI dich mit eigenen Einheiten chargt, dann nur mit Fernkämpfern reinballert und deine Einheiten sterben, wie die fliegen durch den Beschuss. Mhm. Und die Einheiten der KI, denen macht das nichts aus eigentlich. Also oder zumindest wesentlich weniger. Aber die Zuschauer können das vielleicht auch nochmal bestätigen. Ja, Verstecken ist auf jeden Fall key. Kannst du überlegen, ob du mit dem Adler einen Ausfall auf die Arti machst. Ne? Das ist der Plan, ja. Ich fliege jetzt da komplett außen rum. Ich versuche jetzt mit den fliegenden Schützen die Gralsritter. Das ist gut, ja. Das ist keine schlechte Idee. Auch wenn du die nur ablenkst, ist da auf jeden Fall schon mal was gewonnen. Und wenn die nicht an dich rankommen, ist es auf jeden Fall schon mal gut. Aber frontal machst du keinen Damage gegen die. Die haben ein Schild, ne? Oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja, die haben ein Schild. Ja, den musst du in den Rücken schießen. Falls die Zuschauer gerade so ein Echo husten hören, dass meine Frau, die hustet auch. Und falls ihr nachher so ein merkwürdiges Quad-Damage-Husten hört, das sind dann meine Kinder, die husten nämlich momentan auch. Oh je, dann hat sie mich komplett erwischt, alle. Ja, ja, es ist ganz schrecklich, ey, also. Ja. Achtung, Arti. Genau. Uah, und jetzt, die müssen weg. Und Achtung, ja. Ausweichmanöver einleiten. Hat geklappt. Wir sind ja gerade nur mit den Fliegern. Die KI reagiert halt jetzt nur auf die Flieger, weil sie nur die Flieger sieht. Ist ja auch nicht so schlecht, dann kann er vielleicht ein bisschen Munition sinnlos verballern. Das ist der Plan. Jetzt nicht die. Jetzt bitte nicht die. Jetzt bitte nicht das Ritual des Jeff, des großen Gottes des Käses anwenden. Boah, Alter, der defendet die Arti aber auch ganz gut, ne? Mit den ganzen Fernkämpfern. Ja, er geht eigentlich gerade eben nur, glaube ich, denen jetzt hinterher. Das ist alles, was der tut. Noch habe ich nicht wirklich... Schöner Haken geschlagen übrigens. Passiert. Ja, ja, ich arbeite. Aber das ist halt, auch so ein Ding, ne? Da müssten wir halt auch einfach die, KI entsprechend scripten, dass sie bei so einer Schlacht nicht auf die Flieger schießt, ne? Die hat keine Chance, die zu treffen. Achtung, ich schieße mit dem Bogenschützen auf dich. Ein bisschen Range seiner Fernkämpfer, ne? Ja, ich weiß, ich wollte gerade nur mal auf das Ding schießen. Ja, ist aber der weit die übrigens. Ausgewichen. Total doof. Mhm. Alter, dieses die sind Blessing so mega of the Lady flexibel, mit. Ne? Ja. Ja, okay, gut, ich dachte schon, das wirkt hier wie ein Area-Buff, das wäre ja OP, ne? Ich muss überlegen, ob ich es mit dem Adler da von hinten jetzt die Arti angehe. Ich lock sie jetzt hier gerade eben schon in die richtige wie Richtung. Können denn bitte? Warte mal. Achso, disabled if, okay. Das Lustige ist, ich könnte dir Einheiten geben. Wie dämlich ist das denn bei dem Gans gerade eben? Ja, mach das bitte. Am besten alle. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß, du musst auf jeden Fall gut auf meine Units aufpassen. Ja, ja. Ich werde sie dekorieren mit bretonischen Pfeilen. Glaube ich da sofort. Achtung, der Defender. Ah, ja, jetzt kann ich wieder wegrennen oder wegfliegen. Ja. Aber läuft er so noch halbwegs gut, weil du ziehst immerhin seine Linie ganz gut auseinander. Und er verballert halt einen Heilzauber nach dem anderen. Er hat ja, Blut gecastet. Muss jetzt nur endlich mal irgendwas hier klappen, ne? Also. Die Troller, ey, mit 20% physischer Resistenz. Und dann hat die schon. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Ah, okay. Hä? Aber ist es ein permanenter Effekt? Die hat Blessing of the Lady. Die haben sowas. Ist es ein permanenter Effekt? Weil, da hat, schau mal, die hat 40% physische Resistenz. Junge. Du kannst ja nur noch mit, wenn du jetzt noch Magieresistenz hast, kannst du nur noch mit einem Zauberer killen. Und mach das mal bei einem Helden oder mit magischen Angriffen. Artillerie verballert hier gerade eben noch mehr Gedöns, aber sie hat leider noch sehr viel Munition. Ja, das Lustige ist übrigens. Er macht übrigens diese gesegneten Feldkatapulte, die magischen Damage machen. Schon geil, ne? Ja, ja. Wow. Ach, die machen sogar Explosiv-Damage. Witzig. Ich denke, ich greife jetzt an mit den dicken Viechern. Jetzt hier ein bisschen. Hä? Wollte angreifen. Im Wald kämpfen ist auf jeden Fall ganz gut, da bringen ihm seine Fernkämpfe nicht so viel. That's the plan.
Ich würde überlegen, vielleicht die Arti mit einem Bogenschützen zu attackieren. Wenn es die Möglichkeit für dich erlaubt. Na, jetzt Achtung, jetzt schau ich. Ausweichen hier. Hat er überhaupt schon eine einzige Einheit verloren? Wenigstens kämpfen seine Ritter nicht. Ah, damn, jetzt kämpfen die, ne? Ne, er zieht sie raus. Oh, okay, der hat den doch ziemlich. Der hat den doch mehr Damage gemacht, als ich gedacht habe. Hä, die Bauern? Okay, komisch. Weil es für mich auch so ein bisschen aussah, als hätten die Einheiten nicht richtig gekämpft hier. Mhm. Kann aber auch ein Animationsfehler gewesen sein, aber die Treekin haben, glaube ich, nicht richtig gekämpft. Ich weiß es nicht, was da gerade eben los war. Also eine Einheit ist auf jeden Fall schon am Weglaufen, ne? Die Treekin sind das. Ja gut, die Inf da oben. Junge. Die teilen ganz schön aus gegen mich, ne? Und man fragt sich, wieso. Ah, warte mal, die haben diesen Raserei-Modus. Die Pilgrims. Mhm. Die haben 12% mehr Waffendamage und 8% mehr Nahkampfangriff. Guck mal, dieser Adler kriegt es nicht hin, die Artillerie zu killen, ne? Ist schon geil. Ja, ist leider eine Frechheit, ne? Die Einheit flüchtet, aber schießt noch. Sehr gut. Okay. Habe ich schon Imba. Alles gesehen, wie gesagt. Imba. Ja. Ja, mir fehlt hier einfach die komplette Flexibilität, die ich bräuchte. Ja, ja. Ja, oder eben das Hau-drauf-Potenzial, was so eine Dryadenarmee hätte, ne? Also ich würde die Art jetzt stehen lassen und mit dem Adler hier die und danach die Archer versuchen down zu kriegen. Hast schon recht, ja. Denn die sind eine größere Gefahr für dich. Deine Archer hier sind sehr weit raus. Aber gut, ich meine, es ist nur noch Ergebniskosmetik, ne? Also. Ja, auf jeden Fall hier nicht schlecht, jetzt hier die Fernkämpfer zu jagen. Vielleicht da sogar, ja. Genau, da lohnt sich das sogar mit einer Einheit hier in den Nahkampf zu gehen. Mit den komischen Spechten da oder worauf die da sitzen. Oder Spechten? Das sind Kriegsfalken, Kriegsfalken. Ich weiß, ich mach nicht. Ich sag das ja absichtlich. Ich weiß. Ich sag ja auch immer Geier zu den Adlern, weißt du? Ja, genau, die Geier. Das ist aber ganz, das ist da, wo ich herkomme, gängiger Tabletop-Jargon, ne? Also, ah, ja. Man nennt. Dein Adler ist frei übrigens, also der echte Adler. Mhm. Der hat gerade die andere Einheit in die Flucht gestellt. Ich denke, du kannst mal gucken, ob du noch die Archer hier routen kannst. Mhm. Vielleicht sammelt sich deine Einheit. Ich würde den Jen jetzt nicht in den Nahkampf schicken. Ich würde vielleicht überlegen, weil der. Oh, scheiße. Ich mache noch die Arti fertig. Das sind die. Du, das sind diese Krals. Die Kralsritter, die hauen dir einfach jetzt alle Einheiten weg. Ich weiß. Das ist so Drecks-OP, wenn die KI die hat. Weil der holzt die in alles rein. Die kriegen so. Die kriegen so viel Damage-Resist, da hast du kaum eine Chance gegen. Ja. Würde ich jetzt. Ja, also, ich glaube, du kannst noch. Versuchen auf jeden Fall noch ein paar Einheiten zu killen. Ich kill die Arti jetzt hier endgültig weg. Ja, würde ich auch versuchen, ist vielleicht nicht so schlecht. Der Bauernmob hat übrigens momentan 44 Punkte mehr Nahkampfangriff, der hat einen Buff drauf. Mhm. Hat einen Zauber gekriegt, würde ich überlegen. Ich will das Trebuchet komplett ausschalten.
Das ist eine gute Sache. Der hat noch eine Einheit. Oh. Die ist down. Ja. Vielleicht noch. Hier ist noch eine Fernkampfeinheit. Ja, achso, ja, ich sehe hier gerade mehrere, wo ich hier noch. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, diese Gralsritter sind natürlich für mich der absolute Schmerz. Ja, diesen Pain, da gibt's einfach auf deiner Seite wenig Konter gegen, ne? Ja, liegt einfach daran, dass sie einfach so viel. Die machen halt magischen Schaden. Das sind meine Verteidigungssachen mit physischer Resistenz völlig nutzlos. Aber ich versuche jetzt hier einfach noch so viele Units zu killen, endgültig zu killen. Ja. Wie nur möglich. Du hast so eine Einheit Dryaden im Wald stehen? Ja. Aber ich glaube, jetzt habe ich gleich den Armilos. Ja, ja, das ist der Armilos. Shit. Valiant Defeat. Ja, aber guck mal, wie viel die verloren haben, also im Verhältnis, ey. Halbe Armee fast ist down, ne? Das ist schon okay. Wenn du 3, 4 von den Fliegern mehr gehabt hättest, dann hätte er schon ganz schön Probleme bekommen, ne? Ich glaub's auch, ja. Aber haben ja nicht oder viele. So. Selbst die Waldelfen haben noch nicht kapiert, dass eine Luftwaffe OP ist, ne? Also. Ja, ja. Vor allem im Mittelalter. So, ja gut, wenn ich jetzt gleich die Stadt angreifen kann, wird wahrscheinlich es deutlich leichter werden. Ja, jetzt habe ich einen Punkt wieder verloren, also einen Bernstein. Na gut, gegebenenfalls gewinnst du ja gleich wieder 2, ne? Also. Nein, hier gewinne ich nur einen. Ach, ist das keine Stadt? Nee, Brion ist wie gesagt nur eine Siedlung. Deswegen finde ich das ja so OP, dass die kleine Siedlung eine Mauer bekommt auf Stufe 3. Das finde ich sehr krass. Muss, glaub mal, wieder mit Bretonen spielen, ey. So, was haben wir jetzt hier? Ja, es hat ja aber einiges gekostet. Okay. Ich mache mir bloß Sorgen, was die Grail Guardians angeht. Ey, die sind echt stark. Das ist, glaube ich, sogar die stärkste Kavallerie im ganzen Spiel, kann ich mir vorstellen. Die ist auf jeden Fall extrem stark. Neben der Heilige, Living Saints. So, jetzt will ich auch hier mal gerade mein Glück probieren. Also, lass mal gerade gucken. Ist der mit irgendjemandem im Krieg? Ist er. Er ist mit Artua im Krieg. Okay, Artua. Ich würde ja eher sagen, ich mache mal. Achso, Moment mal, das machen wir mal gerade alles aus. Wow. Also bitte. Das und. Das bitte an und dann. Diese Peasant-Mobs, ey, das ist unfassbar. Weißt du, man guckt sich die normale Infanterie der Wald, der Breton an und denkt sich, Gott, sind die schlecht. Und dann gibt's dann noch drunter den Peasant-Mob. Das ist halt. Ich glaube, Zombies haben bessere Kampfwerte. Also, zumindest sind sie nicht gerade arg unterschiedlich. Weißt du, wenn die sterben und von Untoten zu Zombies gemacht werden, ist es ein Upgrade. was die Kampfkraft angeht. Oh, ist schon düster. So, Abracadabra, Junge. Will ich ja natürlich immer noch öffentlich Flexing ab. So, was wollte ich denn jetzt hier machen? Was bringst du mir? Augment Self Speed and Vigor. Okay. Hitpoints, Armor, Melee Attack, Strength und Dingens. Okay. Und du bringst mir ein Spell. Okay, ich nehme den Spell. Dieses komische Miasmen-Ding. Habe ich irgendeinen Helden eigentlich, der gerade irgendwo down ist? Nee, ne?
Ich bin gerade nur überlegen, weißt du exakt, was dieses Damage-Dealer eigentlich wirklich macht? Es steht zwar dran, sie können schnell viel Schaden machen, aber das ist ja nirgendwo wirklich in den Werten direkt ersichtlich. Das ist echt eine gute Frage. Habe ich jetzt spontan aber auch keine genaue Idee zu. Naja, ich frag bloß. Weil ich weiß nicht, wie viele Leute sich wirklich darüber immer Gedanken machen, aber ich stelle mir halt immer die Frage quasi, ja, und wo sehe ich denn das jetzt? Also Ja, klar, ja, 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 ja. also ich weiß Ich natürlich weiß, klar, was du meinst. diese Fähigkeiten, die sehe ich. Also bei Schaden kann man das zum Beispiel wunderbar aufklappen, da sieht man es, wie das Ganze dann zustande kommt. Aber bei vielen anderen Sachen halt nicht. Du bist so wahrscheinlich übrigens doof, was ich da mache. So, komm hier. Okay, dann machen wir das nämlich auch noch so. Jetzt können wir gerade fragen. Mon frère, join war against. Die Vampire, die findest du dufte. Okay, gut, alles klar. Und du vielleicht, willst du noch mitmachen beim Krieg gegen die Vampire? Die findest du dufte. Nee, danke. Das ist keine Option. Ich werde nicht anfangen, Krieg gegen die Zwerge zu führen. Vergiss es. Das ist ja echt, ne? Die sind ja geisterkrank. Ja, Die sind nicht geisteskrank, die sind geisterkrank. Oh Mann, ey. Frage sind im Spiel einfach so OP, wenn die KI sie Ey. spielt. Ja, Aber auch wenn du also. sie spielst als Mensch, ne, das ist. Ja, ich finde die, genau, ich finde die nämlich gerade da auch in dem Zusammenhang ziemlich mächtig. Ich muss mal gerade gucken. Sorry, ich muss gerade hier noch ein bisschen Diplo machen. Jojo. Ich suche noch Leute, die Lust haben, mit mir zusammen auf den Heinrich Hemmler. Kemmler irgendwie einzudreschen. Den Heinrich Schimmler. Aber die Dawi haben keine Lust. Das Imperium vielleicht? Hallo, Fransenkarl. Guck mal hier, hast du Bock? Franzl. Nein. Franz, Sisi. Ja, Franz. Ja. Warte mal, ich frage mal den Heinrich Kemmler, ob er Bock hat, gegen sich selbst zu kämpfen. Spaß. Okay. Vielleicht ist er Nee. Schizo, weißt du? Dann. Okay, ne, pass auf. Was forschen wir jetzt hier gerade? Lord Recruitment. Okay. Public Order plus 3. Boah, ich sehe jetzt gerade, wie schrecklich das Skilltree ist. Warte mal, wie ist denn das eigentlich, wenn wir Sachen erforschen, die ein goldenes Ei kosten? Wir hatten noch gesagt, wir tun einfach nur die aufsummieren und das, was weggeht, das ignorieren wir. Also einfach nur, also außer wir verlieren eine Okay. Ortschaft. Also wenn die, sondern wir müssen, das, was du halt am Ende Okay. dann quasi oben stehen hast, das ist das Richtige. Das Production, ne? Und das Consumption ignorieren wir. Okay, Haben wir ja gut, alles gesagt. klar. Ja. Okay, pass auf, dann machen wir nämlich erstmal das hier. Weil dann bekommen wir ja. Dann bekommen wir einen Bonus auf die ÖO. Was ich recht wichtig fände. Sie zum Beispiel hier und hier. Bin ich Ja. dran, bin ich dran. Yay. Hoch. Ich kann The Dreaming Wood, ich kann jetzt hier das Sword of Swift Slaying bekommen, aber das ist einfach so scheiße, dass ich sage, nö. Also, ich verkaufe ja jetzt meinen Wald nicht an jeden dahergelaufenen Ja, Chaoten. das ist richtig. Ne? Nicht an jeden dahergelaufenen Holzfäller. Wäre schon echt arm gewesen gerade eben, ey. Ufts. Ufts, ufts. Ja, also es sind schon ein paar, aber ich glaube nicht, dass die auch Ufts. nur ansatzweise eine Chance haben. Das hatten wir nämlich schon mal das Spielchen. Die Frage ist jetzt, zeigen wir das dann im nächsten Part? Ich würde eigentlich fast sagen, Ja, ja, wir sind jetzt bei ne? 40 Minuten. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Oh, wir gehen schon rein. Genau, bis zum nächsten Mal in diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete, ne? Bis gleich.